besetzt. Rumänien ist besetzt. Russland hat Katyusha jetzt. Restaurateure und Architekten bemühten sich in ehrgeiziger Kleinarbeit um möglichst originalgetreue Rekonstruktion der Bürgerhäuser am alten Marktplatz. 5 Milliarden Zlotys flossen bis 1977 allein in den Wiederaufbau der Stadt. Industrieanlagen waren ebenfalls zerstört oder beschädigt. So auch das größte Unternehmen, die ehemaligen Plania-Werke des Siemens-Konzerns, heute Kohle-Elektrodenbetriebe 1. Mai, im Volksmund wie eh und je liebevoll Schwarze Bude genannt. Die 2500 Werktätigen, viele von ihnen schon in dritter Generation, schafften es vor Jahren schon, die Vorkriegsproduktion zu übertreffen. Heinz Urbas, 1929 in Ratibor geboren, arbeitet über 30 Jahre im Werk. Zuverlässigkeit, Fleiß und Leistungswille zeichnet die einheimischen, geborenen Deutschen aus. 5000 Zlotys netto im Monat, umgerechnet rund 400 Mark, reichen für eine solide, freilich bescheidene Existenz. Zu den Einheimischen, von den Polen auch Autochtonen genannt, den geborenen Deutschen also, gehört auch Jan Czuba. 45 Jahre, Diplom-Ingenieur. Er kassiert monatlich 10.000 Zlotys. Seine Frau, Diplom-Volkswirtin, schafft 9.000. Mit ihrer Tochter wohnen Czubas in einer 50 Quadratmeter großen Hochhauswohnung für 180 Zlotys Miete. Umgerechnet 12 Mark. Labora. Der alten Mönchsregel gleich bestimmen Arbeit und Gottesdienst den Lebensinhalt vieler Menschen. Eine geschlossene katholische Gesellschaft im Machtbereich des politischen Atheismus. Von 8000 Seelen der Pfarrei Herz Jesu besuchen im Schnitt 3500 Gläubige die Sonntagsmesse. Es gibt keinen Gottesdienst in deutscher Sprache, keine deutschen Schulen oder Vereine. Nationale Gruppenrechte sind der deutschstämmigen Minderheit versagt. Ihre religiöse Betätigung wird jedoch nicht behindert. Die Ohrenbeichte ist durchweg in Deutsch. Pfarrer Jurczyk, ein geborener Schlesier, hat in der Seelsorge keine Probleme. Dennoch klagt er, der Kirche fehlen eine Heizung, eine bessere Orgel. Von den 4 Glocken gibt es nur noch eine einzige. Tiefe religiöse Überzeugung motiviert die Christen immer wieder zu großzügigen finanziellen Opfern. Wer will was kaufen?
Markttagen hört man noch die deutsche Muttersprache, deren Gebrauch nicht mehr als staatsfeindlich gilt. In den Stadtteilen rund um das Zentrum sollen noch etwa 40% der alten Einwohner leben. Sie hören deutsche Sender und haben so Verbindungen zur deutschen Kultur. Der Kölner Deutschlandfunk und der österreichische Rundfunk sind ungestört zu empfangen. Im Gegensatz zur Bevölkerung in der DDR können die Einheimischen ohne Schwierigkeiten Verwandte in der Bundesrepublik besuchen. Menschen aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten, jenseits des Bug, aus der Umgebung von Katowice, Lublin, Krakau und Rzeszów kamen in die Stadt neu hinzu. Fernsehfeierabend bei Familie Lukaschek. Weil ich habe Kuchen essen, gell? Morgen kaufe ich dir. Das ist ja gut. Eine intakte Großfamilie. Oma und Opa Lukaschek bemühen sich vergeblich, mit den Enkelkindern Deutsch zu sprechen. Sie wuchsen im polnischen Kultur- und Sprachraum auf und besuchen heute das Gymnasium. Vater Kurt Lukaschek arbeitet im Kesselwerk Rafako. Bei 46 Wochenstunden schafft er es auf rund 6.000 Zlotys im Monat. Ich arbeite von 6 bis 2 oder von 2 bis 10 abends. Und ein Sonnabend haben wir frei im Monat. In der Freizeit. Am Garten. Fernsehen. Mit der Frau und mit den Kindern. Im Urlaub war jetzt war ich, meine Frau und die Kinder waren. In Savoia, das ist von der Fabrik, ist das ein Ausflug. Ja. Die polnische Mutter von Ratzybusz. Sie soll die Geborgenheit der Familie symbolisieren. Eine Idee des Stadtparlaments, das sich aus 70 Mitgliedern der Kommunistischen Partei sowie 40 Parteilosen zusammensetzt. Größtes kommunalpolitisches Problem ist die alljährliche Überschwemmung. 1977 überfluteten die Wasser der Oder rund 7000 Hektar Ackerland. Ein Stausee und der Ausbau der Oderdämme sollen bald für Abhilfe sorgen. Problem Nummer 2 ist die Versorgung der Bevölkerung. An wichtigen Grundnahrungsmitteln fehlt es nicht. Von Hungern kann keine Rede sein. Doch für Fleisch und Wurstwaren, Zucker und Kaffee heißt es oft warten, Schlange stehen, nicht selten stundenlang vergebens. Ärgerlich ist auch die zweite Währung in Polen. Mit Mark und Dollar kann man ziemlich alles kaufen. Und darüber verfügen die Deutschstämmigen reichlicher als ihre polnischen Nachbarn. Der Lebensstandard in Schlesien entspricht dem Polens. Er ist niedriger als in beiden Teilen Deutschlands, jedoch wesentlich höher als im Vorkriegspolen. Die Lebensbedingungen hebt landwirtschaftlicher Nebenerwerb. Auch wenn der Acker unmittelbar neben der schwarzen Bude liegt, wird jeder Quadratmeter genutzt. Bebaut werden 2 Morgen Land. Kleintierzucht hilft, Lücken in der Fleischversorgung zu schließen. Ich heiße Joachim Pilotek, bin jetzt 40 Jahre alt, bin hier geboren. Hier habe ich die ganze Kindheit verbracht. Noch den Arbeitstag muss ich ja teilen zwischen der Arbeit in Werke und etwas bei meiner, man möchte nicht sagen große, aber kleinen Landwirtschaft. Nur 2 Kinder habe ich. Frau ist nicht beschäftigt, ist bei den Kindern zu Hause. Joachim Pilotek ist Elektromeister im Elektrodenwerk nebenan und verdient 5000 Zlotys im Monat, also 400 D-Mark. Es reicht aus für Frau und Kinder. Und lebt bescheiden, ist zufrieden. Boden- und Hauseigentum verbessern die Lebensqualität erheblich. Den Jahresurlaub verbringen Piloteks übrigens regelmäßig in der Bundesrepublik. Am wohlsten fühlen sie sich jedoch im vertrauten schlesischen Winkel im polnischen Oberschlesien. Anders denken und empfinden 670 der 51.500 Einwohner dieser Stadt, die den Antrag auf Ausreise in die Bundesrepublik stellten. 650 wurden mittlerweile aus der polnischen Staatsangehörigkeit entlassen und reisten aus.
20 Personen bekamen einen ablehnenden Bescheid, weil sie eine teure Fachausbildung auf Kosten des polnischen Staates erwarben und nun das Land nicht einfach im Stich lassen können, sagte uns ein hoher Parteifunktionär. Schlesische Idylle. Den polnischen Bauern blieb als einzigen in Osteuropa die Kollektivierung erspart. 85% der Landwirtschaft liegt in privaten Händen. Neuerdings werden Bauern auch in die staatliche Altersversorgung mit einbezogen. Erbteilung soll künftig verhindert, die Übernahme von Höfen durch private Interessenten erleichtert werden. Brachliegende Äcker gibt es in Schlesien nicht mehr. Dieser Bauer besitzt 20 Hektar Nutzungsfläche. Sein Hof ist voll mechanisiert. Aus eigener Kraft, wie er sagt. Mein Name ist Rivoš Jan, auf Deutsch Johann. Bin seit meiner frühesten Jugendzeit hier auf dem Hofe nach meinen Eltern. Den habe ich bereits übernommen vor 18 Jahren, wo ich geheiratet habe mit meiner Frau. Zwei Kinder haben wir, einen Sohn, eine Tochter. Zu Rivoš Eigentum zählen 8 Kühe, 21 Rinder, 26 Schweine und ein Pferd. Pkw und Farbfernseher gehören zum Lebensstandard der Familie. Die 650 Bauern um Ratzibuš verkaufen ihre Produkte zu Festpreisen an den Staat. Wer ideenreich und vor allem intensiv produziert, also im Gegensatz zu vielen Kleinbauern, die nur für das Existenzminimum arbeiten, steigert seine Einnahmen. Über den wirklichen Verdienst sprechen sie nur ungern. Verdienen. Ich bin zufrieden. Ein guter Bauer, der wird nie eine Zahl niemals sagen. Der Zustrom ländlicher Bevölkerung in die Stadt ist nach wie vor ungebrochen. Und eine Ursache für immer noch ungelöste Wohnungsprobleme. In den Jahren 1970 bis 1975 wurden jährlich 1080 Wohnungen gebaut. 1976-77 waren es 1300. Die gleiche Zahl ist für 1978 geplant. Auf absehbare Zeit werden Wohnungen knapp bleiben, trotz ehrgeiziger Pläne der Stadt, die 5 Milliarden Zlotys in den Wohnungsbau bis 1980 stecken will. Vor allem die geburtenstarken Jahrgänge, die das Alter der Familiengründung erreicht haben, suchen Wohnungen. 440 Eheschließungen registriert die Statistik 1977 allein für Ratzibuš. Die Wartezeiten auf eine Wohnung betragen nicht weniger als 6 Jahre, teilweise noch mehr. Polen erwartet in diesem Jahr den 35-millionensten Bürger. Allein in Ratzibuš kamen im vergangenen Jahr 690 Kinder zur Welt. Kindergärten und Schulen sind vorbildlich. Großzügige Sportstätten, Markenzeichen der Stadt. Die junge Generation kann optimistisch in die Zukunft blicken. Ratzibuš in Polen, das ehemalige deutsche Ratibor, einst Stadt des jungen Eichendorf, damals wie heute Stadt der Arbeiter, Angestellten und Bauern, hat an Charme nicht verloren. Evakuierung, Rückkehr, Flucht, Vertreibung und Neuansiedlung, kriegsschwere Stationen vieler Menschen, all dies ist Vergangenheit. Ebenso wie die Zeit des Stalinismus in Polen. Mit slawischer Klugheit, Lebenskunst und Improvisierungslust finden die Bürger Umwege und Auswege. Mit Geschick meistern sie die Widerwärtigkeiten des täglichen Lebens. Vorbei geht es am St. Annaberg, dem berühmten Wallfahrtsort Polens. Religiöser Mittelpunkt Oberschlesiens. 1921 Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen Deutschen und Polen. An der wichtigen Eisenbahnlinie von Wrocław, dem früheren Breslau, nach Katowice, polnisch Katowice, liegt die ehemalige oberschlesische Bezirkshauptstadt Oppeln, die heute Opole heißt. Seit 1950 Woiwodschaftsmetropole hat sie sich zu einer bedeutenden Industriestadt entwickelt. Auch wissenschaftliche Institute gibt es heute, so eine Ingenieurschule, Musikhochschule und eine pädagogische Hochschule, die allein derzeit 5000 Studenten ausbildet. Nie rozumie,
Schlesische Weise zu jeder vollen Stunde vom Rathausturm. Das Wunder von Oppeln nennen Einheimische die stürmische Stadtentwicklung. Nichts deutet mehr darauf hin, dass diese Stadt einst stark zerstört war. Mit großer Sorgfalt restaurierten die Polen die alten Patrizierhäuser am Ring. Wo nichts mehr vom brandgeschwärzten Gemäuer zu retten war, füllen Neubauten die Lücken. Am Stadtrand entstanden moderne Hochhausviertel. Beträchtliche Wohnungsprobleme gibt es allerdings hier auch noch. Die Wirtschaftsstruktur verbesserte sich. Chemische Industrien, Maschinenbau, Baustoff- und Nahrungsmittelindustrie sind heute die wichtigsten Produktionszweige. Wegen zu starker Umweltverschmutzung sollen zwei Zementwerke geschlossen werden. Dennoch wirkt die Stadt sauber und gepflegt. Sie gilt als eine der schönsten Städte Polens. Heute leben hier über 100.000 Menschen, fast doppelt so viel wie vor dem Krieg. Vom Exodus der Tausenden von Menschen, dem tragischen Auswechseln fast der gesamten Bevölkerung, ist nichts mehr zu spüren. Als Polen die Oder-Neiße-Gebiete übernahm, waren allein 70% ihrer Industrie zerstört. Die Sowjetunion nahm industrielle Einrichtungen im Wert von 125 Millionen Pfund mit. In Opole waren 25% aller Gebäude vernichtet, alle Oderbrücken zerstört. Von den Barock- und Renaissancehäusern am Marktplatz blieben nur 4 unzerstört. Es folgten Jahre der Unsicherheit, der Vertreibung, der schweren soziologischen Probleme einer Neubesiedlung historisch ungeheuren Ausmaßes. Bürger aus Zentralpolen, aus Gebieten jenseits des Bug, San und Narew kamen in die Stadt. Es kochte und brodelte innerhalb der Bevölkerung. Hier Einheimische, dort zunächst Fremde. Die Schwierigkeiten schienen unüberwindbar. Heute ist das Nebeneinander von Einheimischen und Neusiedlern fast problemlos. Der legendäre polnische Charme hat in diese Stadt Einzug gehalten. Friseursalon am Markt. 12 Friseusen bedienen täglich etwa 150 Kundinnen in 2 Schichten, 46 Stunden pro Woche. Die Dauerwelle kostet 105 Zlotys, umgerechnet 7 D-Mark. Elegante Frisuren, häufig letzter Schrei westlicher Coiffeur. Mein Name ist Brigida Woschek, habe 2 Kinder, mein Mann ist Bauingenieur, verdiene 5.000 Zloty. Mein Mann hat 10.000, ich 15.000. Die Mama ist in der Bundesrepublik gestorben im März, der Papa ist in Mönchengladbach, ist dort geblieben. Ich war dort auch jedes Jahr zu Besuch. Mit den Kindern war ich auch schon. Die Tante habe ich auch in Nürnberg, die für mich lebt und spart und überhaupt für mich tut alles nicht. In Urlaub fahre ich jedes Jahr dort zu der Familie nach Bundesrepublik auf 2 Wochen und 2 Wochen hier mit den Kindern immer auf dem Masurischen See oder in Bulgarien waren wir auch schon. Wie viele geborene Deutsche hier noch leben, weiß niemand genau. Als sie nach dem Krieg aus dem verwüsteten Deutschland zurückkehrten, unterschrieben die meisten von ihnen, dass sie sich als Polen fühlen. Die übrigen bekamen die polnische Staatsbürgerschaft automatisch. Heute wollen viele aussiedeln, weil sie sich in Deutschland ein besseres Leben versprechen. 270 Personen stellten bisher Anträge auf Ausreise. 20 davon wurden abgelehnt, weil die Stadt diese Fachkräfte dringend braucht. Thank you.
verleiht der Stadt ihren besonderen Glanz. Probe der Opoler Philharmonie. 4 Stunden täglich. Das über 50 Mitglieder starke Orchester besteht schon seit 1952 und gehört zu den besten in Polen. Überhaupt erstaunlich, was sich die Polen ihre Kunst und Kultur kosten lassen. 1975 waren es allein 5,3 Milliarden Zlotys für die gesamte Woiwodschaft, den gesamten Regierungsbezirk Opole. Dabei liegt die Stadt zwischen zwei mächtigen kulturellen Zentren, nämlich Wrocław und Katowice, die in der Vergangenheit Künstler und Wissenschaftler besonders anzogen. Mittlerweile kommen auch junge Absolventen aus Krakau und Katowice, aus Breslau und Warschau hierher, weil die Arbeitsbedingungen vorbildlich sind. Auch geborene Deutsche gehören der Philharmonie an, seit über 20 Jahren. Beispielsweise Ludwig Kutz, 45 Jahre, ledig, erster Violinist. Monatsverdienst 5000 Zlotys, rund 400 Mark. Josef Obgorzewa, Absolvent der hiesigen Musikhochschule, erster Bassist, verheiratet, 2 Kinder, Mitglied des Kammerorchesters. Alfred Weiß, erster Trompeter, verheiratet, Monatsverdienst bei der Philharmonie 5000 Zlotys, 400 Mark, im Nebenberuf noch Musiklehrer. Hier wird die schon mehr als 2 Jahre andauernde Krise in der Versorgung deutlich. Allgemein zu geringes Angebot von Waren, Produktion an den Wünschen und Bedürfnissen der Konsumenten vorbei, zu geringe Qualität und schließlich Mängel am Verteilungssystem. Ohne Zweifel eine Folge des rasanten wirtschaftlichen Wachstums Polens. Eine Folge der stürmischen Entwicklung vom Agrar- zum Industriestaat. Industrieproduktion steigt jährlich um etwa 10%. Die massive Neuausstattung der Betriebe mit importierten Maschinen hat das Land in Westeuropa allerdings tief in die Kreide gebracht. Mit umgerechnet mehr als 25 Milliarden Mark. Um die Schulden abzuzahlen, muss Polen auf Teufel komm raus exportieren. Durch Rezession und Handelshemmnisse im Westen gibt es zusätzliche Schwierigkeiten. Auch die Rechnungen für Öllieferungen aus der Sowjetunion steigen unaufhaltsam, sodass Polen nach Osten ebenfalls mehr ausführen muss. Wir geben den Russen Kohle und sie nehmen dafür unser Fleisch, meinte ein Pole sarkastisch. Doch ungeachtet aller wirtschaftspolitischer Schwierigkeiten steigen die Erwartungen und Ansprüche der Menschen immer stärker. Der Wunsch nach westeuropäischem Lebensstil und Standard sind sichtbare Tendenzen in der polnischen Gesellschaft. Drei Missernten hintereinander trafen vor allem die Fleischproduktion sehr. Bekannteste Folge: Fleischmangel, stundenlanges Anstehen. Hoffnung auf bessere Zeiten verspricht nun ein Regierungsdekret, wonach der sozialisierte staatliche Kleinhandel Polens durch rund 40.000 unbürokratische private Läden erweitert werden soll, um das Warenangebot erheblich zu verbessern. Stolz sind die Städte auf ihr Kochanowski-Theater mit einem experimentierfreudigen Ensemble namhafter Künstler aus Krakau, Katowice und Warschau. Zum Repertoire gehören westliche Klassiker ebenso wie Avantgardisten. Zum Beispiel Peter Handkes Das Mündel will Vormund sein. Höchst selten wird das Haus für parteipolitische Veranstaltungen genutzt. Thank you.
30 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Chefarzt für Urologie am ehemaligen St. Adalbert Stift. Deutsche Ärzte gibt es hier nicht mehr, so wie es unter der älteren Intelligenzschicht kaum noch geborene Deutsche gibt. Dr. Warzok gehörte damals zur polnischen Minderheit in Schlesien und kam wegen seiner politischen Überzeugung ins KZ Buchenwald. Er studierte an deutschen Universitäten und gehört heute zu den Koryphäen seines Fachs. Dr. Warzok ist Mitglied des Stadtrates für die polnische Vereinigte Arbeiterpartei. Zwei Tage während der Woche haben wir hier im Operationssaal viel zu tun. Am Dienstag und am Donnerstag operieren wir. Die erste Hälfte des Tages beende ich um 12 Uhr, denn da habe ich noch zwischen 12 und 2 bin ich bei der Eisenbahn beschäftigt als Facharzt und berate und betreue die urologischen Kranken unserer Eisenbahn. Nachmittags komme ich nochmal hier ins Krankenhaus für 2 Stunden, halte so eine kleine rasche Visite ab, verordne dies und jenes, was für die Kranken notwendig ist. Und nach der Rückkehr, also so gegen 5, 6 Uhr abends, habe ich noch meine Privatpraxis, ungefähr 1 Stunde lang, jeden Tag außer Sonnabend. Natürlich, ich als Facharzt kann wohl sagen, dass ich einigermaßen privilegiert bin, denn ich habe eine sehr bequeme Wohnung, die gut ausgestattet ist. Ich verdiene hier im Krankenhaus 8.500, bei der Bahn 1.500 Zlote. Und in der Privatpraxis, je nachdem, wie die Patienten kommen und zahlen. Antiimperialistischer Kampf. Ein Thema des Puppentheaters von Opole. Das Alois Smolka-Theater, benannt nach dem deutschen Gründer, ist die bekannteste und traditionsreichste Puppenbühne Schlesiens. Früher waren es Märchen und Sagen, heute sind es überdies politisch-historische Stücke. Doch nicht die Revanche an den Deutschen, sondern die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, unter dem Polen wie kein anderes Land der Welt zu leiden hatte, gehören zum gängigen Repertoire. Es geht um den Verlust von über 6 Millionen Polen, um den Verlust von 22% der gesamten Bevölkerung. Es geht um die Vernichtung von 38% des polnischen Nationalvermögens durch die Deutschen. Es geht um die Qualen und Leiden, um die verbrannten Dörfer, zerstörten Städte, um vernichtete Kirchen und Schulen, um Verhaftungen und Erschießungen. Es geht um Auschwitz, Majdanek, Treblinka, um die Ghetto-Morde. Witwe und Rentnerin, wohnt wenige Kilometer von Opole entfernt in Dembie, dem ehemaligen Reichenwald. Ihre Rente beträgt 1.535 Zlotys monatlich, rund 110 D-Mark. Als Witwe des ehemaligen Dorfschullehrers lebt sie nach eigenen Angaben nicht mehr standesgemäß. Die Wohnung im Gemeindehaus bietet Anlass für Kritik. Doch auch sie empfindet keine geistige, religiöse, politische und existenzielle Not. Französische Gefangenschaft und in Deutschland starb er. Und meine 3 Töchter sind in Deutschland. Die eine ist Lehrerin in Salhing, die eine ist Organistin in Hannover und die andere ist in München in der Stadtsparkasse, Kreissparkasse.
und ich kriege hier eine Rente, eine kleine, und spiele Orgel, 1000 Zlotte kriege ich dann vom Vater. Ich kenne jetzt, aber ich habe noch eine Tochter hier in Sabatsky, und die hat 4 Kinder, und da hänge ich an der Jüngsten, denn die ist geboren worden, wie mein Mann eingezogen war. Und ist verheiratet, hat er 4 Kinder, und da helfe ich ihr viel, und deshalb bin ich hier noch. Im 650 Seelendorf hat sich im Vergleich zu früher fast nichts verändert. Nur Lehrer und Förster sind Neusiedler. Auch der Pfarrer blieb. In Schlesien bleiben will auch Josef Kobylka. 50 Jahre, Arbeiter und Kleinbauer. Auf der Fensterglashütte verdient er 4.500 Zlotys im Monat. Sein Nebenerwerb, bebaut wird ein Hektar Land, sichert ein gutes Auskommen. Wer fleißig ist, dem geht es gut, meint Josef Kobylka. Und auch für die beiden Söhne ist gesorgt. Sie haben gute Chancen, gehobene Stellungen in Verwaltung und im Bildungswesen zu bekommen. Sie wollen ihr Geld mit dem Kopf und nicht mit den Händen verdienen, wie noch ihr Vater. Kobylkas einzige Sorge, zu wenig Freizeit. Kaufen kaufe ich nicht, nur das Brot. Die Butter habe ich meine, die Milch habe ich meine, Eier habe ich meine, Kartoffeln habe ich meine. Alles, was ich brauche, ist für mich vollständig genug. Für 6.000 Zlotys erwarb die Familie das 1.200 Quadratmeter große Grundstück. Bauland zu kaufen ist hier leichter als anderswo. Maria Kobylka ist Volksmalerin, ein anstrengender Job neben Haus und Hof. Na, ich bin ja zufrieden, weil ich mir viel zurecht mache von der Wirtschaft. Denn so, da müsste ich ja stehen, auch diese Schlange. Aber so stehe ich nicht. Fleisch habe ich. Na, da stehe ich nicht. Denn ich sage jedem, dass ich Polnisch nicht richtig kann und werde auch niemals lernen. Und schreiben kann ich auch nicht richtig, weil ich deutsche Schule hatte. Aber ich schäme mich das nicht, dass ich nicht kann. Hat mir auch noch niemand was Schlechtes gesagt. Frau Kobylka bringt es im Monat zusätzlich auf 3.000 Zlotys. Schmiedemeister Franciszek Wojcik, 54 Jahre, verheiratet, 3 Kinder. Zusammen mit seinem Sohn und 2 Gesellen verarbeitet er im Monat bis zu 2 Tonnen Material. Bei einem Arbeitstag bis zu 12 Stunden ist ein Monatsverdienst von rund 12.000 Zlotys möglich. Neuerdings kann Schmiedemeister Wojcik 120.000 Zlotys im Jahr steuerfrei kassieren. Damit soll das private Handwerk in Polen allgemein begünstigt werden. Nach dem Willen Warschaus wird die Zahl der Beschäftigten im Privathandwerk, ähnlich wie im privaten Handel, erheblich steigen. Seit 1953 bildete Franciszek Wojcik 32 Lehrlinge aus. Nach Feierabend werden Rechnungen geschrieben, neue Projekte auskalkuliert, nicht anders als bei uns. Fernsehen und Wodka trinken gehören zu seiner Lieblingsbeschäftigung. Einmal Pferde beschlagen, bringt 160 Zlotys ein und 11 Mark. Das reicht für den Wodka pro Monat allerdings nicht. Nie rozumie wody w ogień, nie rozumie uśmiech łzy, oko nie rozumie powiek, ani się... Zurück in die Brückenstadt an der Oder, Opole, das sich die Stadt des polnischen Liedes nennt. Kein sozialistisches Land hat seinen Menschen so große Freiheiten gelassen wie Polen. Auf dem Alltag, dem Berufsleben, der Familie lastet nicht permanent der Druck einer kommunistischen Diktatur, einer allgegenwärtigen Überwachung. Im polnisch gewordenen Schlesien, in dieser polnischen Stadt, gibt es zwar keine deutsche Schule, keinen deutschen Verein, aber von Isolierung und Diskriminierung der Einheimischen, der geborenen Deutschen, kann keine Rede mehr sein. Manche von denen, die das Land verlassen wollen, träumen vom sagenhaften Wirtschaftswunderland Bundesrepublik und hoffen, schneller zu Wohlstand zu gelangen. Für andere ist das Motiv Familienzusammenführung entscheidend zur Aussiedlung, die nicht selten Familien erneut trennt. Die polnischen Neusiedler haben sich neben den Einheimischen hier eingerichtet. Nicht komfortabel, sondern so wie überall in dem vergleichsweise armen Land.
Die zweite Generation ostpolnischer Familien, die heute in der einst von Deutschen erbauten und bewohnten Stadt lebt, hat schon nicht mehr die Schwierigkeiten der Eltern. Die junge Generation findet den Stil einer deutsch geprägten Stadt nicht mehr fremd. Sie hat Neues, Eigenes geschaffen, Besitzgefühl erworben und schließlich eine neue Identität der Stadt gefunden. Zu dieser Generation gehört auch der Kabarettist Zygmunt Zippel, Absolvent der Pädagogischen Hochschule von Opole. Die deutsche Vergangenheit Schlesiens, die nationalsozialistische Schreckensherrschaft in Polen sind seine Themen. Erwei Deutschland, erwei Deutschland! Lange Zeitung des Biesende Gazeten, Pogoden, Schlachten, Pierone bieten, Chlusten, Buskawiten. Polnische Matrosen sind gut, polnische Matrosen schieben eine Woche in England kaputt, putt. Der deutsche Soldat hatte alles. Na Hosen trägelt Buschelki, du Bewurserdelki, miał Schuhe, Butte, Sandale, miał Panzerfausta, Getego na tausend Naboi, miał Rurki, Schnurki, Ogurki, Trombe, Bombe, Atomen, Zweiter, a Ruski Żołnierz nie miał nic. Der russische Soldat hatte gar nichts. Keine Panzerfäuste und auch keine Angst. Das ehemalige Oppeln ist heute Bischofssitz. Die Diözese leitet ein geborener Deutscher, ein Schlesier. Allerheiligenprozession zum ehemaligen Breslauer Friedhof. Die Kirche demonstriert Selbstbewusstsein. Sie kann es sich leisten, denn die Brücke zwischen Staat und Kirche, zwischen Kommunismus und Katholizismus, ist die gemeinsame Sorge um die Nation. Darum hat sich der schlesische Klerus schon immer besonders bemüht. Die Kirche war und ist die integrierende Kraft der neuen schlesischen Gesellschaft. Ohne sie wäre der schwierige Assimilierungsprozess bei der Neubesiedlung der Oder-Neiße-Gebiete kaum denkbar gewesen. Recht unterschiedliche kulturelle und zivilisatorische Erfahrungen mussten ausgeglichen werden. Es war schließlich die gemeinsame Religion, der katholische Glaube, der Verband, der alle Widerwärtigkeiten zu überwinden half. Es war die katholische Kirche Polens, die sich von Anfang an für die polnische Westgrenze an Oder und Neiße aussprach. Katholiken betrieben konsequenter als Kommunisten die Polonisierung Schlesiens, bis schließlich auch der Vatikan die neuen Grenzen Polens anerkannt. Für den polnischen Klerus war und ist es schlicht ein Gebot der historischen Gerechtigkeit, dass die Westgebiete für immer bei Polen bleiben. Diese Überzeugung gehört zu den wenigen Gemeinsamkeiten von Kirche und Staat in Polen und wurde im Warschauer Vertrag von 1972 völkerrechtlich bestätigt.
Militärparade zum 60. Jubiläum der russischen Oktoberrevolution am Wolnostschi-Platz. Denkmal der Kämpfe um die Freiheit der Stadt Opole, um die Befreiung von nationalsozialistischer Herrschaft. Repräsentanten aus Politik und Gesellschaft, Spitzenpolitiker der Stadt und der Woiwodschaft, Armeeangehörige und Vertreter der Polizeibehörden legen Kränze nieder. Der Staat demonstriert seine Verbundenheit mit den Errungenschaften der russischen Oktoberrevolution. Für die Kommunistische Partei zugleich Anlass, ihre führende Rolle zu unterstreichen. Ein seltenes Bild in Opole. Denn den 13.000 eingeschriebenen Mitgliedern der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei kommt es auf die Demonstration politischer Macht heute weniger an. Sie bemühen sich vielmehr intensiv um ein Vertrauensverhältnis zwischen Partei und Bürger. Und dies verhindert ein Klima der Denunziation, der Demütigungen und Drohungen, der Hetze und Heuchelei. Dem loyalen Bürger bleibt seine politische Meinung immer noch Privatsache. Er fühlt sich von der Partei in Ruhe gelassen und frei von totalitärem Druck. In Chlonsk, in Schlesien.